Hallo, ich möchte euch heute den Active Touch vorstellen. Der Active Touch ist ein nützliches Hilfsmittel, um schnell, einfach und unkompliziert dem Hund eine gute Fußposition, ein gutes Fußlaufen beizubringen. Das Gerät besteht aus zwei Elementen. Einmal den Touch selbst, dann des Weiteren nochmal ein Magnet, der später dafür behilflich ist, eine entsprechende Position hier für die Fußarbeit dem Hund beizubringen. Wie funktioniert der Touch? Relativ einfach. Die Konditionierung erfolgt darüber, dem Hund beizubringen, hier vorne auf dieses Feld zu tippen, und dafür ertönt dann entsprechend ein Signal, was positiv bestätigt wird durch Futter beispielsweise oder durch ein Spielzeug wie eine kleine Weißwurst oder ein Ball. Als erstes aktivieren wir dann mal den Touch, indem ich hier oben dreimal drauf tippe. Der Touch hat sich soeben aktiviert. Es ertönt das Signal. Der Touch ist aktiviert, und in dem Moment, wenn hier vorne eine Berührung erfolgt, dieses Signal ist auch das Signal, was dem Hund immer wieder gegeben wird, in dem Moment, wo man hier in diesem vorderen Bereich berührt. Das heißt, nicht der Hundeführer, der Hundebesitzer bestätigt entsprechend, sondern der Hund bestätigt sich selber. Demnach halt auch, wenn er nur halbherzig hier über das Gerät rüber geht, kann ein Fehlbestätigen in dem Fall nicht erfolgen, sondern er muss schon ganz bewusst auf dieses Gerät gehen, um den Ton auszulösen. Wenn ich einen jungen Hund habe, der bisher noch nicht mit dem Touch gearbeitet hat, muss ich den Hund natürlich erstmal dazu bekommen, hier in diesem vorderen Bereich Kontakt zu suchen. Gibt es einen kleinen Trick, das machen wir hier an der Stelle mit Leberwurst. Die schmieren wir hier oben drauf. Dann nehmen wir den Hund, komm her, komm. Zeigt den Hund das hin, er leckt es entsprechend ab. Der Hund hat in dem Moment schon die erste Verknüpfung zu diesem Gerät bekommen, und die ist in dem Fall natürlich positiv. Er leckt diese Leberwurst ab, es gibt einen Ton, und damit ist für ihn schon die Verknüpfung hergestellt. Mache ich hier vorne einen Kontakt, wird ein Ton erzeugt, und dieser Ton ist positiv. Der nächste Schritt ist nun, dass ich beginne auf Trockenfutter oder anderes Futter zu konditionieren. Das heißt, ich nehme mir den Touch, halte den Touch ganz eng hin. Der Hund versucht ans Futter zu kommen. Ich blockiere das Futter. Er geht dort ran, und dafür wird er bestätigt. Wenn ich diese ersten beiden Schritte erfolgreich hinter mich gebracht habe, fange ich an, das Futter, die Futterhand von der Touchhand zu separieren. Ich mache also mehr Abstand zwischen beiden. Ja, guter. Ja, super. Wenn diese ersten Schritte erfolgt sind, die in der Regel innerhalb von einer bis maximal zwei Wochen mit ein wenig täglichem Training abgehandelt werden können, beginne ich, den Hund nun seine Position zu zeigen. Das mache ich, Esch, indem ich das Touch hier schon in die entsprechende Position halte. Jawohl, jawohl. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Ich steige um vom Futter auf die Beute. Das macht die ganze Sache für den Hund noch mal ein Stück weit spannender. Und ich habe den Touch jetzt entsprechend in einer Position befestigt, entsprechend mit den mitgelieferten Magneten. Die Beute packe ich mir jetzt für den Anfang unter dem Ärmel. Ich führe mir den Hund in diese Position. Der Hund sucht schon den Kontakt und wird dafür bestätigt. Wir kommen jetzt zum nächsten Schritt, der Laufarbeit. Ich möchte euch zeigen, wie ich das entsprechend konditioniere mit dem Touch. Zuallererst packe ich mir wieder die Beute entsprechend unter den Arm. Dann hole ich mir den Hund in Position. Er sucht schon den Touch, und dann gehe ich langsam los. Der Touch ist dabei bei allen Ausbildungsschritten für die Fußarbeit immer wieder hilfreich. Das Gleiche gilt halt auch für Abschlüsse.
dabei. Was? Ja, super, gut. Das war die kurze Einführung zum Active Touch. Der Hund ist nun in der Grundausbildung für die Fußarbeit soweit mit dem Touch abgeschlossen und ich beginne, das Touch entsprechend dann auch wegzunehmen und ihr werdet sehen, der Hund hat gelernt, dass diese Position positiv für ihn ist und er wird diese Position jetzt auch nicht mehr verlassen wollen. Sitz, Fuß. Super, klasse! Soweit eine kurze Einführung zum Active Touch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Euer Matthias Dögel, Working Dog. Bis bald.